Magdalena wird Lukas bis an sein Lebensende begleiten. Zu seinen 3 Nachkommen aus erster Ehe wird ihm Magdalena noch weitere 5 Kinder gebären. Aber auf sie warten noch andere Aufgaben, als für Nachkommen zu sorgen. Ja. Die Köchin schickt mich. Wir könnten doch noch Safran haben. Für das Fest heute Abend. Wenn ihr es wünscht. Das hat nun die Hausherrin zu entscheiden. Was soll er denn kosten? Für 1 Pfund 2 Gulden. Das ist angemessen. Wir nehmen aber nur 1,5 Pfund. Wie schon Martin Luther gehen wohl auch die Cranachs davon aus, dass die Pest durch vergiftete Luft verbreitet wird, als eine Strafe Gottes. Von den Rattenflöhen als Überträger wissen sie noch nichts. Lukas, wäre es nicht doch sicherer? Wir bleiben. Gut, dann werde ich Essig kaufen lassen und Tücher und den Hof vorbereiten. Tu das.